So, hier haben wir ein Leuchtfeuer. 90.000 Seelen. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir die mal aus. Ich wollte allerdings da beim Boss-Areal noch ein bisschen weiter um mich umgucken. Da gibt es bestimmt noch das ein oder andere, das ich übersehen habe. Also bitte entschuldigt, wenn ich da jetzt während dem Bossfight ein bisschen genervt geklungen habe, aber das war echt ein super frustrierender Bosskampf. War jetzt nicht unbedingt schwierig. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Mist. Ich dachte, sie labert wieder das Gleiche. Gut, dann machen wir das mal auf 20. Und dann brauchen wir noch 1600. Das kriegen wir hin. 50, 200, 400. 800, 1000. Dann brauchen wir noch 600. Das heißt, wir nehmen einmal eine 400er. Und eine 200er. Effizienz ist wichtig. So, was nehmen wir denn jetzt? Wir sind jetzt Belastbarkeit auf 20. Naja, komm, wir machen weiter damit. Dann können wir vielleicht auch noch die Hosen anziehen von dem Set. Wir sind jetzt bei 64%. Wolfsritter, ne? Suchen wir. Hier. Damit wären wir bei 68. Super. Schön. Der Helm fehlt jetzt noch, aber der passt eigentlich auch ganz gut zu diesem Set, den wir anhaben. Von dem her ist es okay. Bin ich zufrieden damit. Erzdrachengipfel möchte ich nochmal hin. Ja, der Bossfight hat mir jetzt überhaupt nicht gefallen. Das war jetzt einer der schwächsten Bossfights. Generell sind die Bossfights eigentlich ganz gut inszeniert jetzt hier in Dark Souls 3. Oh, hier liegt was. Eine Glut. Schön. Ich soll mir auch vielleicht... Ich glaube, es ist eine gute Idee, mir die Glut hier auf eine Schnelltaste zu legen. Weil falls ich mal zu wenig Estus habe, kann ich Glut nutzen, um mich damit zu heilen. Und gerade jetzt bei dem... den Gebrüdern Lothric und seinem älteren Bruder hatte ich das Gefühl, ja, da bin ich ja, habe ich kein Estus mehr am Schluss gehabt und das wäre ganz nett gewesen, wenn ich da noch, wenn ich da wenigstens noch irgendwie mich heilen kann mit Glut. So, ja, hier gibt es tatsächlich noch ein bisschen was. Hier kann man eine Glocke läuten, nehme ich an. Nö. Hallo? Nicht mal ein Glockensound, schade. Okay, da gibt es einmal nach links und einmal nach rechts. Jetzt gibt es hier natürlich viele, viele Wege. Ja, ich würde aber sagen, bevor wir beim anderen Leuchtfeuer weitermachen, gucken wir uns erstmal hier weiter um. Noch mehr Glut. Da wird man ja richtig zugebombt mit Glut. Ich glaube nicht, dass hier eine scheinbare Wand ist, aber ne. Man muss es ja trotzdem abchecken. Da oben kommt man auf jeden Fall irgendwie hin. Aber wahrscheinlich erst später. Könnte ich mir vorstellen. Was haben wir hier? Ach, da drüben liegt auch noch was. Eine große Seele. Ich finde irgendwie, es ist ein bisschen komisch, wie die Seelen jetzt heißen. Früher gab es da Seele eines Helden. Da hat man eigentlich relativ schnell gemerkt, welche Seelen das besser waren und welche das vielleicht eher schlechter waren. Ich habe jetzt aktuell nicht wirklich einen Indiz, welche Seelen, die ich einsammle, das wie viel geben. Also die ich jetzt eingesammelt habe, die könnte 1000 geben, die könnte aber auch 10.000 geben. Das weiß ich jetzt wirklich nicht. Ich habe das Gefühl, dass es hier... jetzt im dritten Teil eher nicht so gut gemacht. Ja, da kann man auf jeden Fall rein. Aber dann würde ich sagen, gucken wir uns erstmal außen rum. Blitz oben. Oh, da ist ein Gegner, oder?
Ich höre auf jeden Fall was. Da gibt es auch noch einen Weg. Okay, gut. Also es gibt hier dann tatsächlich einmal den Weg beim anderen Leuchtfeuer. Und einmal diesen Weg hier. Oh. Du hast mich jetzt überrascht. Dich hätte ich nicht erwartet. Sturzangriff. Was? Das ist keine Spielernachricht. Auf was kann man hier einen Sturzangriff machen? Von da oben? Hier nach unten? Wenn ja, wie kommen wir da oben hin? Ich meine nicht, dass da jetzt irgendwie ein Gegner wäre, wo wir einen Sturzangriff machen müssten. Oh. Natürlich ist es ein Magier. Na komm hier. Aber die hauen auch im Nahkampf ganz gut rein. Diese kleinen fiesen Pisser. Ist hier sonst noch was? Eine Leiter. Ist jetzt die Frage, geht's hier weiter? Ich glaube nicht. Hier ist wirklich nur dieses Funkeltitanit und ansonsten scheint hier nichts zu sein. Das heißt, wir gehen hier hoch. Ah, vielleicht kommen wir jetzt hier da oben hin und können dann irgendwie spawnt ein Vieh, wo wir einen Sturzangriff drauf machen können. Ich weiß es nicht. So, die zwei sind schon mal weg. Die droppen auch große Titanitscherben, als gäbe es keinen Morgen mehr. Wie viele Scherben haben wir? Wir haben 99 normale kleine und 69 von den großen. Also wir können wirklich jede Waffe zumindest auf plus 9 bringen, die wir wollen. Aber ich bin ja eigentlich mit dem Großschwert ganz zufrieden. Es macht guten Damage. Und hat mir bisher auch im PvP gute Dienste geleistet. Was ja nicht selbstverständlich ist. Okay, da hinten geht's weiter. Kommen wir hier irgendwie hoch? Ich denke ja. Aber wir kommen darüber nicht mehr. Sehr merkwürdig. Autsch. Okay, wir gehen wieder. Zumindest um kurz einen Estus zu trinken. Der hält ein bisschen mehr aus als seine Kollegen. Ist auch größer. Oh, was? Der kann Feuer spucken? So haben wir nicht gewettet. Gibt aber auch 3600 Seelen. Und es droppt hier echt jeden... Jeder Mob droppt irgendeinen Gegenstand. Ich beschwere mich da nicht. Aber ich finde es ein bisschen merkwürdig, weil wir haben ja eigentlich das Glück-Attribut, das für das Finden der Gegenstände verantwortlich ist. Oh! Haben wir nicht gesteigert. So, dann haben wir hier noch was. Mehr Titanitbrocken. Auch schön. Dann haben wir hier einen Sniper? Fragezeichen. Der hätte uns auf jeden Fall... Oh! Der hätte uns auf jeden Fall attackiert, wenn wir da unten lang gegangen wären. Wo sind wir hier eigentlich? Ach so. Wir haben hier einen Rundlauf gemacht. Schön. What? Was hat denn er... Was hat er denn für eine Waffe? Er ist der Terminator. Er hat eine Axt an einer Kette. Junge. Boah. Wie der einfach mit seiner Kettenaxt. Was der für eine Reichweite hatte, das war ja unglaublich. Okay. Nochmal. So, dann auf ihn mit Gebrüll, würde ich sagen. Also hier geht es echt noch weiter. Ich habe eigentlich schon fast vermutet,
dass da wir da zu einem neuen Leuchtfeuer gekommen sind, direkt nach dem Bossfight, da unten ist noch Loot. Wie kommen wir da hin? Können wir uns da vielleicht fallen lassen? Das müssen wir dann, das muss ich noch überprüfen. Ich habe vermutet, dass als deine Cutscene kam nach dem Bossfight, dass es hier eigentlich nicht mehr wirklich großartig weitergeht. Aber das war ja gut, dass wir hier eigentlich nochmal zurückgekommen sind. So, blitzende Edelsteine doppen die auch. Okay. Jetzt geht's einmal hier unten weiter. Und das hier behagt mir überhaupt nicht. Was bist du? Was? Wehe, du trinkst jetzt einen Estus. Gut, der war harmlos. Drakenblut-Großschwert. Haben wir einen Estus erhalten? Ich glaube ja. Was? Der respawnt? Ah, treten wir mal eins in den Rücken, das ist immer gut. Okay, ich glaube, müssen wir hier irgendwie Nekromanten oder so finden oder sonstigen Zauberer? Ich glaube, er hier oben ist es. Ich glaube, er hier ist für die ganze Misere verantwortlich. So, dann bringen wir noch mal den Typen unten um. Und dann denke ich mal, wird er jetzt diesmal nicht wieder respawnen. Benutzt doch deinen Schild, Freundchen. Du hast ein Schild. Jetzt hat er auf den Schild gewechselt. War aber ein bisschen zu spät. So, wir haben schon wieder 39.000 Seelen. Ich wollte eigentlich noch mal nach oben gehen hier. Weil da scheint es zweifelsohne weiterzugehen. Da gucken wir noch mal hier hin. Vielleicht ist das hier nur ein Secret. Oh. Okay, wir können hier runterspringen. Es behagt mir nicht so, in diesen luftigen Höhen zu sein. Ich hoffe, der Loot hier lohnt sich. Funkeltitanit, naja. Ich glaube, wir können damit zumindest Smaugs Großhammer könnten wir aufwerten. Den können wir ja vielleicht irgendwie just for fun mal aufwerten und dann mal ein bisschen brauchen. Okay. Können wir runter? Ach, Spiel. Gut, dann Oldschool-Leiter runterklettern. Und dann werden wir jetzt wohl oder übel hier runterspringen müssen. Kriegen natürlich Fallschaden. Das ist der Tod. Sturzangriff. Auf den dicken Drachen, oder wie? Ja, und jetzt, wie kommen wir hier wieder weg, ohne dass wir sterben? Ich glaube, ich habe gerade mein Todesurteil unterschrieben. Wir haben. Ich werde den Ring anziehen müssen, dass wir keine Seelen verlieren, weil wir haben keinen Ring, glaube ich, der Fallschaden reduziert. Das heißt, wenn ich jetzt hier runterspringe, dann sind wir tot. Sturzangriff. Ja, schön. Schwäche Kopf. Ja, auch das macht Sinn. Ach, hier. Okay, gut. Hier geht's weiter. Ich dachte jetzt schon, wir müssen da runterspringen, aber da habe ich einfach nur nicht richtig mich umgeguckt. Das war mein Fehler. Das heißt, hier geht's dann weiter runter. Aber da braucht man auch ganz schön viele Estus, um hier wieder
einigermaßen heil runterzukommen. Na schön. Das heißt, wir können den Ring eigentlich wieder ausziehen. Und unseren Stärkering anziehen. Ich werde jetzt nicht wieder zurückgehen, um das zu resetten. Wir haben noch 9 Estus. Ich denke, solange wir die noch haben. Ah, ich hätte auch natürlich das Ding hier verwenden können. Ne, habe ich jetzt irgendwie gar nicht dran gedacht. So, hier war irgendwo ein Loot-Item. Wie kommen wir da hin? Gibt es hier irgendwo einen Weg? Rechts wird benötigt. Ja, wir können hier lang. Und werden gleich sterben, weil ich runterfallen werde. Hartstahlring. Okay, gut. Den kenne ich aus dem ersten Teil. Ist jetzt nicht so sonderlich guter Ring. Zumindest habe ich das so in Erinnerung. Es kann natürlich auch immer sein, dass ich den falsch verwendet habe. Aber ein Ring mehr, das ist ja schon mal was. Ich denke, da darf man sich nicht beschweren. Und der Abstecher da oben durch... hat sich sogar einigermaßen gelohnt. Naja, wir haben 2 Funkeltitanit erhalten. Das... da darf man sich, glaube ich, nicht beschweren. Okay, dann jetzt da, wo der Ritter respawned ist. Da müssen wir jetzt eigentlich unsere Ruhe haben. Wir kommen echt gut voran jetzt in diesem Stream. Der Ring ist in NG plus 7 Gold wert. Ja, nun, wir sind noch relativ weit von NG plus 7 entfernt, waren wir hier schon. Ja, ich glaube schon, ja. Ich meine, ich kann ihn mir ja mal kurz angucken, warum auch nicht. Erhöht die physische Schadensminderung. Ist jetzt natürlich die Frage, wie viel das ausmacht. Aber wir haben, glaube ich, auch nicht wirklich einen Ring, den wir austauschen können. Der hier bleibt auf jeden Fall. Den hier möchte ich eigentlich auch behalten. Havels Ring sowieso. Und ja, theoretisch können wir die Rüstung wieder ändern und Havels Ring ablegen. Und der hier, na gut, ich meine, die 5 Stärke bringen jetzt nicht so viel, habe ich das Gefühl. Das heißt, den könnten wir theoretisch ausziehen. So, da oben waren wir. Gehen wir nicht wieder hin. Was haben wir hier noch? Jetzt einmal da durch. Jetzt einmal hier raus. Was haben wir hier? Einfach eine Sackgasse? Ah ne, hier ist das andere Leuchtfeuer. Hier wurden wir hin teleportiert. Oh. Na dann würde ich aber fast sagen, dass wir uns kurz hinhocken. Unsere Estus auffüllen. Da müssen wir zwar den einen Beschwörer oben nochmal töten. Und dann den Ritter ebenfalls. Aber das macht nichts. Ich denke, dass... okay, der hat einfach übertrieben viel... übertrieben viele Spells direkt. Es laggt momentan gerade ein bisschen, also es tut mir leid, wenn es kurzzeitig mal auch im Stream laggt. Der Ritter ist hier hochgekommen. So. Ich weiß nicht, er kann nicht wirklich was. Normalerweise habe ich mit diesen Rittern immer meine Probleme, aber er hier, er ist echt, ja, er ist nicht gut. Er ist einfach nicht gut. So, hier haben wir ein Tor. Jetzt nach unten. Abkürzung voraus. Okay, da haben wir dann irgendwann einen Shortcut. Schön. Sollen wir hier unten durchgehen? Ne, ich glaube, hier geht es dann weiter. Das heißt, wir probieren erstmal. Wir gucken uns erstmal hier oben, ob wir irgendwie einen Weg finden. Ist hier eine Leiter? Ob wir hier irgendwie Dead Ends finden, die wir quasi abschließen können, wo wir dann sagen können, hey, hier müssen wir... oh, da werden wir direkt in die Zange genommen. Ich möchte ihn anvisieren, bitte. Hat manchmal die Kamera wieder... nee, nee, nee.
kleinen. Man unterschätzt die kleinen Pisser. So. Jetzt haben wir glücklicherweise auch wieder mehr als genug Estus, dass wir können da einen verbrauchen. Was haben wir hier? Loot. Eine Titanitschuppe. Also hier in diesem Gebiet, das scheint irgendwie so ein Gebiet zu sein, wo man auch wirklich gut die ganzen Waffenverstärkungsmaterialien farmen kann. Ist das ein Aufzug? Könnte sein, ne? Wahrscheinlich sogar. Unten waren auch nochmal einige Türen, wo wir weiter konnten. Ja, ich denke, wir gehen jetzt einfach erstmal hier weiter. Gucken, was uns das bringt. Ach so. Natürlich treffen die noch. Wir sind wieder ganz am Anfang. Gut. Das war also nur ein Shortcut. Hätten wir das geklärt. Ja, hier habe ich echt Frame Drops. Also es geht jetzt runter bis 20 Frames. Das tut mir sehr leid. Es ist, das hält irgendwie die Grafikkarte nicht so richtig aus. Ich hoffe, der Stream lenkt nicht zu stark. Okay. Dann mal gucken. Hier war das Leuchtfeuer, oder? Genau. Das heißt, wir haben hier noch einen Weg. Und da oben. Das heißt, wir gehen erstmal hier durch. Hier ist erstmal nichts. Dann auf der anderen Seite. Da ist auf jeden Fall schon mal Loot. Ah, natürlich. Ah. Mistvieh. Oh, der hält aber auch was aus. Wir haben 49.000 Seelen. Wieder eine Titanitschuppe. Ja, da könnte man auf dieses Gatter runterspringen. Die Frage ist, ob wir da schon waren. Ich glaube, die Antwort ist ja. Ja, da ist die Leiter, da waren wir schon. Okay, gut. Dann hätten wir das auch erledigt. Super. Das heißt, es gibt jetzt eigentlich nur noch einen Weg und das... Was ist das hier eigentlich? Ist das irgendwie so ein Covenant-Dingens? Wir werden bestimmt nochmal einen Drachen besiegen müssen hier. Oder mehrere. So, dann würde ich sagen, das Ziel ist jetzt erstmal... diesen Shortcut da freizuschalten. Illusion voraus? Nö. Das war eine Lüge. Boah! An jeder Ecke ist hier ein Hinterhalt. Aber gut, die Typen sind eigentlich nicht so stark. Also... ich lasse mich zu oft treffen von ihnen. Warum geht der da rein? Warum kommt er nicht hier hin? You got trolled. Ja, ich wurde getrollt. Das macht das Spiel auch echt gut. Das ist, war ja schon immer die Spezialität von Dark Souls. Freunde, mach doch mal was. Danke. So, das war dein Verderben. Dein Kumpel guckt einfach nur zu. Der hätte in der Zeit, wo ich dich platt gemacht habe... hätte er mich ohne Probleme treffen können. Hat sich aber dagegen entschieden. Sein Pech. Oh, da ist noch einer. Ich könnte ihren Kopf länger machen. Das war so ein Assassine. Der hatte zwei Dolche in der Hand. Da steht noch einer. Ich sehe den. Hier da hinter der Säule. Hast du dir so gedacht, Freundchen? Läuft nicht. Wow. Okay, gut. Okay, das ist weniger gut. Das ist noch weniger gut. Und ich höre da noch einen zweiten. Die kann man nicht staggern, zumindest nicht beim ersten Schlag. Oder?
Ja, du hast natürlich eine Backhand. Generell haben sie es mit den Backhands ein bisschen übertrieben in diesem Spiel. Fast jeder. Ach, du warst das mit dem Feuer. Fast jeder Gegner hat eine Backhand. Aber parieren. Ja, parieren hilft, aber ich glaube, ich kann mit dem Großschwert nicht parieren. Parieren ist jetzt, glaube ich, eine Fertigkeit, die sogar FP verbraucht, wenn es mir recht ist. Also wir haben hier einmal eine Leiter, wir haben hier ein Dead End. Echt? Wofür ist das gut hier? Ist hier was? Also wir können entweder nach oben mit der Leiter oder wir können hier weitergehen. Was uns was genau bringt. Da geht's darüber. Okay. Was haben wir hier? Schurke voraus. Sehe ich jetzt nicht. Ist es natürlich, wäre jetzt natürlich ungünstig, hier mit 61.000 Seelen zu sterben, aber. Ich denke, wir gehen erstmal nach oben. Es sieht so aus, als würde es da hinten weitergehen. Eine lange Leiter. Ah, vielleicht kommen wir hier zur Tür, zu unserem Shortcut. Donnersteinplattenring, das ist jetzt Blitzverteidigung. Vielleicht ein Wink mit dem Zaunpfahl, vielleicht kommen hier. Was ist hier los? Vielleicht kommen hier Blitzgegner. Okay, das bringt uns nur wieder auf denselben Weg zurück. Also nicht wirklich hilfreich. Ich möchte da hoch. Lasst mich hier durch. Da wäre unser Shortcut. Ist erst so nah und doch so fern. Ah, Dark Souls. Was tust du mir nun wieder an? Natürlich kriegen wir wieder Fallschaden. Warum auch nicht? Es wundert mich wirklich, dass wir noch keinen Ring gefunden haben, der Fallschaden mindert. Das hätte ich jetzt echt eigentlich erwartet. Ich weiß nicht, wahrscheinlich habe ich ihn einfach übersehen. Funkelechse? Ja. Wahrscheinlich habe ich den Ring einfach nur übersehen und es gibt ihn. Aber es ist auch möglich, dass es ihn einfach wieder nicht gibt. Wäre schade, aber dem Spiel ohne weiteres zuzutrauen.